Die Zinsen sind aktuell immer noch niedrig. Und die Frage ist, wie kannst du dir diese niedrigen Zinsen für die gesamte Dauer deiner Finanzierung sichern, sodass du absolute Planungssicherheit hast? Und was kostet diese Absicherung? Wir haben dazu ein aktuelles Praxisbeispiel, einen aktuellen Fall. Und die Frage ist, wie würdest du dich entscheiden? Schau dir dazu die Zahlen an. Schön, dass du wieder dabei bist hier auf dem YouTube-Channel der AMS Firmengruppe zu unserem heutigen Video. Und heute haben wir ja wieder ein Finanzierungsthema. Wir werden oft gefragt von Mandanten, ob man denn die aktuell niedrigen Zinsen nicht auch für die gesamte Laufzeit der Finanzierung festschreiben kann. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir hatten jetzt aktuell einen Praxisfall. Ich war mit einer Mandantin sogar persönlich bei der Bank, um eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu finanzieren. Der Kaufpreis liegt bei 146.000 und davon sollen 142.000 Euro finanziert werden. Und dieselbe Bank hat auf unsere Anregung hin zwei Modelle angeboten. Das eine Modell war eben die klassische 10-jährige Zinsbindung auf der einen Seite mit einer 2%igen Tilgung, annuitätischen Tilgung, das heißt die Tilgungsanteile steigen dann im Laufe der Zeit. Und die zweite Alternative war eine 15-jährige Zinsbindung, wo während der 15 Jahre überhaupt nicht getilgt wird. Das Bankdarlehen bleibt also konstant bei 142.000 Euro, aber parallel wird ein Bausparvertrag angespart, der dann nach 15 Jahren mit dem Guthaben und dem Darlehensanspruch dieses Bankdarlehen ablösen soll und dann eben absolute Zinssicherheit garantiert. Jetzt wird sicherlich der eine oder andere von euch denken, Bausparen, ja, das kostet doch viel Geld, weil man ja keine Guthabenzinsen für sein Guthaben bekommt. Bausparen, das ist irgendwie auch altmodisch. Was soll ich damit? Das ist viel zu umständlich. Manche halten das auch gar nicht aus, dass dieses Bankdarlehen immer konstant hoch bleibt. Aber viele Anleger sind eben sicherheitsbedürftig und sind auch bereit, für diese absolute Sicherheit einen Aufschlag zu zahlen, eine Art Versicherungsprämie. Lass uns doch mal gemeinsam diesen Fall anschauen und schauen, wie hoch diese Prämie wirklich ist. Und dann kannst du am Ende entscheiden, ob du eben auch sicherheitsbedürftig wärst und bereit wärst, diesen Aufschlag zu zahlen oder doch die klassische Variante wählen würdest. Auf jeden Fall bekommst du hier Ideen und Anregungen, die du für deine eigenen Finanzierungen und auch für deine eigenen Bankgespräche gut verwenden kannst, um deinen Vermögensaufbau mit Immobilien noch erfolgreicher zu gestalten. Variante 1. Annuitätisches Darlehen. Mit einem Zinssatz von 1,7% festgelegt für 10 Jahre und einer Tilgung von 2,5% anfänglich. Durch die erbrachten Tilgungsleistungen sinkt der Zinsanteil, sodass der Tilgungsbetrag entsprechend steigt. Monatlich sind anfänglich an Zinsen 201,17 Euro fällig, sowie eine Tilgung von 295,83 Euro. Und nach Berücksichtigung aller steuerlichen Effekte bleibt eine Zuzahlung von 120 Euro monatlich. Das waren jetzt die Zahlen zu dieser ersten Variante. Vielleicht denkt der ein oder andere, das muss ich doch aus sich selbst heraus rechnen, zumindest zum Nulltarif. Dann schaut euch mal unser Video an, Vermögensaufbau zum Nulltarif, das muss ich rechnen, das verlinken wir hier. Bitte nicht vergessen, wir sind hier an einem absoluten Top-Standort in Deutschland oder auch in Europa, das ist Berlin. Da sind die Preise eben nicht mehr so wie in Nordrhein-Westfalen oder in Sachsen-Anhalt. Wir haben ja einen Bestandsmieter, die Miete ist also bisher nicht ausgereizt. Wir haben mit diesem Bestandsmieter jetzt eine Staffel vereinbart, sodass also diese monatliche Zuzahlung dann in den Jahren planmäßig sinkt. Und wir haben auch eine relativ hohe Tilgung mit 2,5%. Tilgung ist ja gleich Vermögensaufbau, linke Tasche, rechte Tasche. Und insofern, natürlich rechnet sich die Immobilie ohne Tilgung. Aber schauen wir uns jetzt mal die zweite Variante an. Variante 2. Darlehen mit Tilgungsaussetzung gegen Bausparen. Hier beträgt der Zinssatz 2,15% und ist für 15 Jahre garantiert. Die Tilgung fließt nicht direkt in das Darlehen, sondern in einen Bausparvertrag und beträgt monatlich 360 Euro. Somit sind monatlich zu zahlen Zinsen in Höhe von 254,42 Euro, eine Tilgungsansparung des Bausparvertrags in Höhe von 360 Euro und nach Berücksichtigung aller steuerlichen Effekte bleibt eine Zuzahlung von 210 Euro monatlich.
Wie ihr gesehen habt, fließt bei der Variante 2 monatlich wesentlich mehr Geld vom Konto weg, weil eben auch die Bausparansparleistung wesentlich höher ist als die laufende annuitätische Tilgung. Und natürlich ist dann eben auch die Tilgung bei der Variante 2 am Ende der 10 Jahre höher. Das haben wir jetzt mal ausgerechnet und haben herausgefunden, dass wenn man also diese höhere Tilgung berücksichtigt, insgesamt 6.348 Euro mehr bei der Variante 2 gezahlt werden. Das sind monatlich 52,90 Euro, die diese totale Absicherung der Zinsunsicherheit kostet. Frage an dich: Würdest du diese absolute Zinssicherheit für 52,90 Euro wählen oder nicht? Schreib es hier gerne in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr euch entscheiden würdet. Vielleicht noch ein Zusatzaspekt dabei. Unsere Mandantin hier, vielleicht genau wie du, möchte natürlich den Weg Vermögensaufbau mit Immobilien fortsetzen, also die zweite und dritte Immobilie kaufen. Und die Bank berechnet ja dann bei so einer nächsten Baufinanzierung immer auch ein Worst-Case-Szenario. Das heißt, sie rechnet diese bestehende Finanzierung nach Ablauf der Zinsbindung von 10 Jahren mit 6% hoch. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Berechnung für den Investor, denn dadurch kann es sein, dass es zu einer Absage kommt oder die nächste Finanzierung erschwert wird. Bei dieser Variante 2, bei der Bausparberechnung, ist es natürlich so, dass die Bank dieses Worst-Case-Szenario nicht rechnen muss, weil ja von Anfang bis Ende Zinssicherheit herrscht. Das heißt, diese 52,90 Euro dienen eben auch dazu, die nächste Finanzierung zu fördern und sich da einen Vorteil zu verschaffen. Vielleicht nochmal die Entscheidung überdenken. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion mit euch hier in den Kommentaren. Und ich freue mich auch, wenn ihr diesem Video ein Like gebt, einen Daumen hoch. Denn das hilft anderen auch, weil sie sehen, das Video ist relevant und sich das dann auch anschauen. Unsere große Mission ist ja, bis Ende 2024 10.000 Menschen geholfen zu haben, Vermögensaufbau mit Immobilien zu betreiben. Und du kannst Teil davon sein. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram und Facebook folgt. Und nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren. Das ist ganz wichtig, denn wir werden in 2019, wir haben es schon öfter gesagt, nicht mehr ganz so regelmäßig Videos hochladen, sondern immer auch zu aktuellen Themen dann Stellung nehmen. Und dann wäre es doch schade, wenn du ein Video verpasst, weil du die Glocke nicht aktiviert hast. Denn diese Videos helfen dir, deinen Vermögensaufbau mit Immobilien besser voranzutreiben und finanziell frei zu werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir haben wieder zwei Videos herausgesucht, die du dir unbedingt anschauen solltest. Du musst also nicht umschalten auf ein anderes Programm oder einen anderen Kanal, sondern kannst hier dabei bleiben. Wir haben ja mittlerweile auch fast 100 Videos hier veröffentlicht. Da ist bestimmt noch etwas für dich dabei. Also, bis zum nächsten Video. Dein Heiko Kleischewski.